Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ich habe heute ein Video, worauf bestimmt schon einige von euch gewartet haben. Ich nämlich auch. Und zwar möchte ich mit Josie einen DNA-Test machen. Das stand für mich eigentlich schon fest, als ich einen Tierschutzhund adoptiert habe, dass ich irgendwann mal herausfinden möchte, was für Rassen in ihr stecken. Im Endeffekt ist es total egal, aber es ist natürlich trotzdem super interessant, da mal herauszufinden, welche Charaktereigenschaften eventuell woher kommen könnten. Ich denke, gerade die von euch mit Tierschutzhunden können das nachempfinden, dass man dann doch Interesse daran hat, was für Rassen in dem Hund drinstecken könnten, falls man es halt nicht irgendwie weiß, welches man die Elterntiere kennt. Ich mache das Ganze mit Vetevo. Da habe ich hier das DNA-Test-Kit schon zu Hause. Und das werde ich mir jetzt mal anschauen, dann die nächsten Tage ein paar Proben sammeln und euch dann updaten, was dabei rauskam. So sieht das Testkit jetzt von außen aus. Bei Josie teste ich jetzt nur die Rassebestimmung. Ihr könnt allerdings auch auf Gendefekte testen. Das kostet nochmal ein paar Euro mehr, aber je nachdem, was ihr für einen Hund habt, lohnt sich das dann vielleicht auch. In der Probenbox wird dann auch Schritt für Schritt erklärt, wie der Test gemacht werden soll. Im Endeffekt ist es aber recht simpel. Also ich dachte irgendwie, es wäre komplizierter. Man braucht nur eine Speichelprobe von seinem Hund. Und vorab solltet ihr euer Testkit dann noch in der App registrieren. Die Vetevo-App, die ist auch kostenlos, damit ihr da auch die Ergebnisse später bekommen könnt. Ich habe dann bei Josie diese Speichelprobe noch gemacht. Da ist mir allerdings aufgefallen, dass sie das schon sehr, sehr unangenehm fand. Und ich glaube, ihr solltet da schon auch ein gewisses Vertrauenslevel zu eurem Hund haben, damit man das auch machen kann, weil man dem Hund natürlich auch ins Maul fassen muss. Also macht es vielleicht nicht direkt am Anfang, wenn euer Hund frisch eingezogen ist, sondern vielleicht erst nach ein paar Monaten, wenn ihr ein bisschen Vertrauen schon aufgebaut habt. So, das ist jetzt ein paar Wochen später und der Josie, ihre DNA-Testergebnisse sind gerade gekommen. Es hat jetzt schon eine Weile gedauert, also so 3 oder 4 Wochen ungefähr. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, es geht ein bisschen schneller, aber man kann sich das in der App dann auch durchlesen, warum die so lange brauchen, dass sie das wirklich sehr, sehr genau analysieren und dass das Ganze dann eben auch ein bisschen Zeit braucht bei einer DNA-Analyse. Also mega interessant auch. Und ja, jetzt sieht das Ganze hier so aus. Also da kann man jetzt hier auf Test abschließen drücken und dann sieht man jetzt wahrscheinlich die Ergebnisse und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal zusammen. Ich freue mich da jetzt auch richtig drauf, weil ich finde es schon echt spannend. Also was man jetzt hier schon mal sieht, sie hat 75% Mischlingsanteil. Definitiv nicht überraschend. Die Rassen finde ich allerdings schon sehr überraschend hier. Ich gehe jetzt mal genauer drauf. Und zwar haben wir hier Griticos Lagonicos. Habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Werde ich gleich mal googeln. Vielleicht sieht man das hier auch. Ja, okay, hier sind ein paar Infos über die Rasse, auch sehr cool. Dann haben wir hier südrussischer Ovtcharka, kann ich auch nicht aussprechen, kenne ich auch nicht. Finnische Labhund kenne ich, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erwartet. Auch mega cool. Ich werde euch vielleicht auch mal ein paar Bilder hier einblenden von den Hunden, dann könnt ihr euch das ein bisschen genauer vorstellen. Chihuahuas, sehr, sehr spannend, hätte ich auch nicht gedacht. Und Australian Cappie, das wiederum passt eigentlich ganz gut. Dann ist hier nochmal erklärt, was bedeutet Mischlingsanteil. Könnt ihr jetzt auch gerne auf Stopp drücken, falls euch genauer interessiert. Und was die reinrassigen Rasseprofile angeht, haben wir hier einmal Bichon Frisé, ein französischer Hund. Habe ich auch schon mal gehört, habe ich jetzt allerdings kein Bild dazu im Kopf. Sehr cool. Und Prager Rattler. Ist auch eine sehr ungewöhnliche Rasse, also jetzt wirklich nichts. Kommt aus Tschechien übrigens, sehe ich hier gerade. Also jetzt tatsächlich nichts, was ich erwartet hätte. Also meine Vermutung war Richtung Labrador, vielleicht Jack Russell Terrier, irgendwas in die Richtung. Hier kann man jetzt auch nochmal den Stammbaum von Josie ansehen, beziehungsweise von ihren Eltern. Gehen wir da mal drauf. Ah, okay. Also von ihrer Mutter, ihre Mutter war ein Viertel Bichon Frisé, dann ihre Großeltern halb und bei ihren Urgroßeltern war wohl ein reinrassiger dabei. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr einen von den Hunderassen kennt oder vielleicht selber einen habt und wie die so drauf sind, das finde ich auch total spannend. So oder so ist die Josie auf jeden Fall ein ganz, ganz toller und freundlicher Hund, hat einen ganz lieben Charakter und ich bin auch total stolz auf sie, wie gut sie auch den Alltag immer meistert, trotz ihrer Unsicherheiten und ihrer Ängstlichkeit. Und da machen wir auf jeden Fall auch richtig tolle Fortschritte. Und jetzt natürlich auch nochmal spannend, so ein bisschen ihren Rassehintergrund zu kennen. Wenn ihr auch Bock habt, bei Vetevo mal einen Rassetest zu machen oder Wurmtest, Allergietest, die haben alles Mögliche. Ich habe ja auch damals schon den Giardien-Test mit Josie bei Vetevo gemacht. Dann könnt ihr gerne über den Link in der Infobox mal vorbeischauen. Da kriegt ihr auch nochmal einen Code aktiviert, der euch 15% Rabatt gibt, der, soweit ich weiß, auch auf alle Produkte gilt. Also mega cool, nutzt es gerne. Dann würde ich mich an der Stelle jetzt auch von euch verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war auch interessant. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Und bis dahin, tschüss!